Willkommen bei German in New York. Wir sind auf der Suche nach der deutschsprachigen Community in New York City. Auf unserer Reise durch die Stadt der Städte stellen wir euch die Deutschen, Österreicher und Schweizer vor, die im Big Apple leben und arbeiten. Heute möchten wir euch Fredi Brotmann vorstellen. Er ist vor über 30 Jahren nach New York gekommen und hat sich seitdem erfolgreich als Uhrendesigner, Illustrator sowie Graphic- und Industrial Designer etabliert. Seine Werke wurden unter anderem im MoMA in Tokio und New York ausgestellt, sowie auch in der Neuen Galerie in New York. Lieber Fredi, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Kannst du uns etwas über dich erzählen? Wie sieht dein beruflicher Werdegang bis hierhin aus? Was hat dich nach New York gebracht und wie lange bist du schon hier? Ich bin seit 1979 geistig hier und seit 1987 fulltime. Was mich nach New York gebracht hat, war eigentlich meine Kindheit und meine Jugend, die sehr beeinflusst war vom amerikanischen Fernsehen und Kino. Und dann von einem Besuch als 13-Jähriger in einem vierstündigen Film, der hieß Woodstock. Und da habe ich beschlossen, ich gehöre nach Amerika. Und als ich fliegen konnte, bin ich dann gleich hier gelandet und mit 23 hergezogen. Und seither ist diese Liebesaffäre im Gange. Von meinem Werdegang her war ich von jeher ein Zeichner. Und als es noch keine Computer gab, habe ich nachmittagelang, stundenlang gezeichnet, seit ganz klein, und daraus entstand dann meine Karriere als Illustrator, Graphic Designer und später dann Industrial Designer. Ich habe Illustration, Typografie und Kalligraphie in Wien halb studiert, bin aber von einem Mentor, der damals einer der besten Grafiker Wiens war, in einem einjährigen Praktikum ausgebildet worden und habe in diesem Jahr wahrscheinlich so viel gelernt, wie die anderen in der Akademie in 4-5 Jahren lernen, und habe mich dann relativ schnell selbstständig gemacht, habe in Werbeagenturen gearbeitet, als Junior Art Director und dann als Art Director, und habe dann auch eine Karriere als Cartoonist gemacht und habe circa 10 Jahre lang für viele Medien international gezeichnet, auch für Fernsehen, und bin dann 1985 von München aus durch das, dass ich in die Uhrenbranche hineinfiel, was auch eine lustige Geschichte in sich selbst ist, wieder mit New York in Verbindung gekommen und habe mich dann getraut, den großen Sprung über den Teich zu machen, weil ich dann eben durch die Uhrenindustrie ein ziemlich tolles Podium und viele Möglichkeiten gefunden habe, mich auszudrücken und auch Geld zu verdienen. Und meine Uhrenkarriere mittlerweile ist eben sehr international und es ist mein Hauptgeschäft geworden. Und in der jetzigen Lebensphase sind wieder die Cartoons akut geworden. Ich bereite derzeit auch eine Auswahl meiner Cartoons vor, die ich in diversen Ausstellungen in Wien, in München und in New York dann präsentieren werde, wenn ich soweit bin. Also das war jetzt ein langer Satz. Also heißt das, du bist mit 23 hier hingekommen, hast dann in verschiedenen Bereichen gearbeitet, als Cartoonist, als Designer und dann irgendwann als Industrial Designer. Das war so dein Hauptberuf dann irgendwann, richtig? Ja, also ich bin eigentlich in New York am Anfang in der School of Visual Arts gewesen. Ich habe dort Kurse gemacht und witzigerweise auch mit einem Wiener Cartoonisten habe ich gearbeitet. Der Peter Paul Porges, der war auch der Mitbegründer von Mad Magazine. Und der hat mir auch sehr, sehr viel beigebracht und wir haben eine sehr spaßige Zeit gehabt. Und ich habe da auch mein erstes Buch gezeichnet in diesem Jahr, das dann beim Stalling Verlag veröffentlicht worden ist. Das hieß Runterkommen Sie immer, ein Buch über die Luftfahrt. Weil eins meiner Accounts in Wien in der Werbeagentur war die Austrian Airlines und das hat mich sehr beeinflusst in dem Inhalt dieses Buches. Und dann folgten noch viele andere Bücher über die Jahre. Aber ich bin dann in München gelandet, wie ich 24 war, und
habe dann von 1980 bis 87 hauptsächlich in München gelebt, aber war jedes Jahr halb zwischen New York und München, um die Kontakte zu vertiefen. Und als dann die Uhrenbranche dazu kam, habe ich dann einfach den Sprung gemacht. Und du hast auch viele Signature-Uhren für sehr bekannte Marken und Institutionen gemacht. Darunter sind so relativ klassische Uhrenmarken wie Junkers, Pierre Junot, Bulova, aber auch Sportmarken wie zum Beispiel Puma und sogar mehrere Militärinstitutionen. Du hast Uhren für die US Army, für Air Force und Navy, glaube ich, auch gemacht. Ja, Marines. Also 5 Jahre lang habe ich taktische Uhren für die fürs Pentagon gemacht, produziert. Ja. Was sind taktische Uhren? Ist das Man nennt taktische Uhren Uhren, die eine gewisse Robustheit haben, die die Kriterien von Militärkonditionen erfüllen, von der Wasserdichtigkeit hin bis zur Stoßfestigkeit, bis zur Lesbarkeit, bis zur Durability und auch vom Stil. Ja, weil Soldaten haben ja auch eine Eitelkeit, also das muss ja alles zusammenpassen. Also es ist faktisch eigentlich eine Mischung zwischen Fashion und Industrialism und Utilitarian Aspects. Also ich weiß, ich mische jetzt Deutsch mit Englisch, weil es ist leider jetzt schon so, dass mir manchmal die Worte fehlen. Also heißt das, dass die Militäruhren schon für den Einsatz wirklich designt waren? Also dass das nicht... Ja, also... Militäruhren müssen gewisse Robustheitskriterien einfach erfüllen, weil wenn man sich vorstellt, was die Soldaten alles tun, ja, also Fallschirmspringen, Wasser, im Terrain, im Feld, ja, ganz schlimme Sachen. Ja, also insofern, das sind so wie Jeeps am Handgelenk, nicht? Oder Tanks. Ja. Und dann hast du natürlich noch das Projekt Normalzeit, dein Wiener Uhrenprojekt. Das ist so das, was, glaube ich, am bekanntesten ist, wenn ich mich jetzt nicht irre? Naja, es hat eine gewisse Bekanntheit mir gegeben. Also als ich damals 1987 die Ventura-Marke mit hochgezogen habe, was eigentlich die Marke war, die mich ziemlich ins Rampenlicht gebracht hat als Uhrendesigner. Das war so der erste Durchbruch. Als ich die hießen Segments, das waren ganz minimalistische, moderne Uhren. Das war die Uhr, die eigentlich die Marke lanciert hatten. Also am Podcast ist es schwer, sie zu beschreiben, aber das waren nur Viertel. Das war praktisch, da hatte ich mich damals gefragt, wie viel Uhr muss ich zeigen, um die Zeit zu sagen. Nicht? Hieß Segments und das war... How much watch do I have to show to tell time? Und dann kam nur ein Viertel raus. Und das war damals von Alessi beeinflusst. Das war damals eine Zeit, wo die minimalistische Designkultur entstand mit Alessi, mit Botta, mit Memphis war ja auch damals. Und also dann war Pierre Junot, nicht? Das waren die ganzen Architekten und Designer, die sich dann im Uhrenbereich auch ausgedrückt haben. Der Holland hat damals viele Uhren gemacht. Also jeder Architekt hat dann plötzlich Uhren gemacht. Und meine war halt nur ein Viertel und hat ziemlich Aufsehen erregt. Und hat mir eine ziemlich tolle Karriere dann vorgeschrieben fast. Und also Normalzeit. Normalzeit ist ein ganz spezielles Projekt. Das ist vielleicht bis heute... mein persönlich wichtigstes Projekt, obwohl ich so viele andere Marken mitbetreut und mitgestaltet hatte, weil es eben mich wieder zu meinen Wurzeln zurückgeführt hat. Ich bin ja als 23-Jähriger nicht gerade wohlwollend von Wien weggegangen. Also mir ging Wien damals irrsinnig auf die Nerven. Ich musste ausbrechen, es war zu eng, es war zu konservativ und ich musste mich freischwimmen. Und ich habe... New York war eben der Platz, an dem für mich das alles am leichtesten fiel. Und in der Jugend ist man ja vollkommen unbesonnen. Und wenn ich mich heute frage, wie habe ich das überhaupt gemacht, dass ich diesen Schritt gesetzt habe? Also heute frage ich mich, war ich verrückt oder so? Aber ich bereue es natürlich nicht. Und die Ironie ist eben, dass viele Jahrzehnte vergingen, bis meine Freundschaft mit Wien wieder ein bisschen... verstärkt, vertieft wurde. Und als ich 2014 wieder mal auf einer Scouting-Tour im ICFF in
Javits Center war, um auf der Designmesse meine Distributoren zu besuchen und mich über neue Trends zu informieren. Da war eben dieser österreichische Messestand mit 10 Designfirmen und da stand eben diese Wiener Würfeluhr, die ich aus meiner Kindheit kannte. Und da habe ich eins und eins zusammengezählt und gemeint, ja, ich bin Uhrendesigner, warum mache ich nicht eine Armbanduhr draus? Und das habe ich dann demjenigen, der dort zuständig war, Christoph Stein, heute einer meiner besten Freunde, vorgetragen. Und er meinte, ja, wir haben das eh schon gedacht, aber wir haben keinen gefunden, der es macht. Und dann habe ich gesagt, hier bin ich, mein Vater. Und ein Jahr später haben wir die Uhr lanciert. Und das wurde ein großer Erfolg und hat mich wieder versöhnt mit Wien. Und für das, dass es nur eine Uhr ist und ein Shape, eine bessere Uhr hätte ich selber gar nicht mehr designen können, hat es dazu geführt, dass es also erstens einmal mein Wien wieder mir zurückgebracht hat und zweitens, dass auch ihr durch meine Karriere und meine Bekanntheit im Uhrenbereich ich die Uhr dann auch ins MoMA bringen konnte. Dann kam sie ins MoMA Tokio, dann in die Neue Galerie und dann auch in Wempe. Also auf einmal war ein neuer Boost und deshalb ist das eines meiner schönsten Projekte. Es hat alles irgendwie zusammengebracht, menschlich, kulturell und beruflich und hat mir auch eine ganz neue Lobby von Menschen in Wien eröffnet, die ich vorher gar nicht kannte. Zum Shape nochmal, also die Uhr an sich hat die Form der Uhren, die man in Wien auf der Straße sieht, also so diese klassischen... Die Form ist eigentlich ein Oktagon, es ist eigentlich ein Würfel. Ja, es ist ein Würfel mit abgeschnittenen Ecken und das ist einmal das eine, diese geometrische Form mit 4 Seiten, 4 Zifferblättern, von innen beleuchtet, in der ganzen Stadt aufgestellt, unterirdisch verkabelt. In einer Zeit, wo Gaslaternen durch Lichtmasten ersetzt worden sind und man eben dann alle verbinden konnte, was der Kaiser ja wollte, weil es war damals Chaos und die Zugpläne waren durcheinander und alles, das hat alles reguliert. Aber das Wichtige an dieser Uhr ist vielmehr das Zifferblatt. Niemand weiß, ja, das Zifferblatt ist ganz, ganz prägnant. Mit diesen fetten Zeigern, die von ganz weit ablesbar sind. Und zum ersten Mal 1907, weil davor waren alle Kirchturmuhren, abgesehen davon, dass sie nicht synchronisiert waren, mit römischen Ziffern ausgestattet. Und das war das erste Mal nach einer Volksbefragung, wo das Volk gesagt hat, wir wollen keine Ziffern. Und dann waren nur diese Symbole mehr drauf. Das heißt, deshalb hat die Uhr heute diese zeitlose Energie und dieses Erscheinungsbild und deshalb ist sie irgendwie eine zeitlose Form geworden und ein zeitloses Design. Also das war eine große Kombination von Elementen, die diese Uhr ganz besonders auch weltweit darstellen. Welche, also ich könnte mir vorstellen, du kennst bestimmt viele Österreicher oder allgemein Leute, die diese Uhr sehr schätzen und auch tragen. Kennst du bestimmte Liebhaber? Also naja, schau, das Jahr 1907 war die Prämisse dafür, dass wir 1907 Uhren gemacht haben. Ich kenne natürlich nicht alle, die sie tragen, aber es sind kaum mehr Uhren da. Und von denen, die ich kenne, sind einige in der Öffentlichkeit in Österreich, es sind einige in der Politik, es sind einige auch im Showbusiness, es sind viele in der Werbung. Also hauptsächlich haben wir natürlich in Österreich, in Wien viele Uhren verkauft, aber es gibt auch sehr, sehr viele Fans in New York und in Japan, in Tokio. Also ich der Trade Commissioner von Österreich auch, unser lieber Freund Michael Friedl, hat ja auch eine und es haben sehr viele, viel mehr welche, als ich weiß. Ja, aber mir ist es auch wichtig, dass die Uhr so gut angekommen ist. Und wenn ich berühmte Leute kennen würde, die sie tragen, würde ich diese Namen hier gar nicht nennen. Du meintest eben schon, du hattest viele Ausstellungen, zum Beispiel im MoMA, im Wempe, in der Neuen Galerie. Hast du Pläne, bald vielleicht neue Ausstellungen oder neue Designs zu machen? Oder wie sehen deine Pläne allgemein für die Zukunft aus? Also erstens einmal bin ich dauernd im Uhrendesign tätig. Es gibt manchmal auch kleine private Projekte, wo Leute zu viel Geld haben und zu mir kommen und wollen ihre eigene Uhr machen.
Also das mache ich auch. Aber ich habe im Moment ein sehr aufregendes Projekt in Arbeit, und zwar lanciere ich eine alte amerikanische Uhrenmarke von 1921, die Marke Benrus, an der ich jetzt schon seit 3 Jahren entwickle. Und wir gehen jetzt also in die nächste Phase. Wir haben jetzt schon die ersten 3 limitierten Serien herausgebracht. Und im Sommer kommt dann eine größere Palette von Uhren. Und wir gehen dann in den amerikanischen Markt und dann auch in den internationalen Markt. Also diese Marke hat für mich auch geschichtlich sehr viel Gehalt. Und mir kommt fast vor, dass die Arbeit an der Normalzeit mich auch irgendwie damit ausgestattet hat, zu wissen, wie betreue ich eine Marke mit Geschichte, wie hebe ich diese Heritage wieder hervor, wie kommuniziere ich dieses wunderbare Archiv. Benrus war zu einer Glanzzeit eine der 3 größten amerikanischen Uhrenmarken, neben Hamilton und Boulevard. Und alle diese Aspekte kann ich jetzt in der Wiederbelebung dieser Marke ausdrücken. Wir haben uns eben schon viel über New York unterhalten. Wie würdest du New York in nur 3 Worten beschreiben? The home of all homeless. Vielleicht klingt es negativ, aber auf der anderen Seite, Homelessness heißt nicht, dass man unter der Brücke wohnt. Homelessness heißt, wo gehöre ich hin? Es sind die meisten Menschen, die in New York wohnen, nicht von New York. Und sie sind von überall hergekommen, weil sie dort, wo sie geboren sind, sich einfach nicht zu Hause gefühlt haben. Insofern. Also die Leute, die eigentlich etwas Neues suchen, die Leute, die keinen Anker haben irgendwo oder noch einen Anker suchen. Ja, sehr, sehr spannend. Und hättest du einen Rat an, ich sag mal, neue New Yorker aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, wenn sie nach New York kommen wollen, beruflich wie auch privat gesehen? Man weiß nie, was die Zukunft bringt, aber aus meinem eigenen Leben habe ich gelernt, dass ich mehr bereut habe, was ich nicht getan habe, als was ich getan habe, auch wenn nicht alles, was ich getan habe, erfolgreich war. Du meintest, viele kommen hier hin und wollen etwas machen, nicht jeder schafft es. Wie siehst du diesen Aspekt der Stadt? Ist das etwas, was speziell zu New York gehört? Es ist immer ein großer Schritt, sich von seiner Comfort Zone zu entfernen. Und ich würde auch nicht bewerten, ob es mutiger ist, von Paris nach New York zu gehen oder von irgendeiner kleinen Provinz in Chile. Ja, es ist egal. Der Schritt, den eine Person entscheidet zu gehen, aus ihrer eigenen Zone der Vertrautheit, ist ein ganz großer und ist ein ganz wichtiger, und man sollte ihn früher als später tun, weil in der Jugend hat man noch mehr Enthusiasmus und hat auch noch weniger Wurzeln und kann sich neu orientieren und neu situieren, leichter als später. Also ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, den Mut zu diesem Schritt aufzubringen und einfach offen zu sein und auch zu erlauben, wenn es nicht klappt. Aber auch wenn es nur ein paar Monate klappt oder ein paar Jahre, es ist eine Schaltstelle. New York ist sicherlich eine der tollsten Schaltstellen für Orientierung, für weitere Schritte im Leben. Und es gibt auch sehr viele Menschen, die hier erfolgreich waren und dadurch kamen sie woanders hin. Und wären sie nicht hier gewesen, hätten sie dort, wo sie dann gelandet sind, nicht ihren Erfolg und ihren Anschluss gefunden. Das heißt, New York ist eine Schule fürs Leben, so oder so, ob man sich hier nun etablieren kann oder nicht. Das war Fredi Brotmann, vielen Dank an ihn. Ihr findet die Links zu seiner Homepage sowie zu seinen Werken in der Beschreibung der Folge. Auf unserer Homepage findet ihr zudem Bilder zu seinen Uhrendesigns. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Folgt uns gerne in den sozialen Medien auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Twitter. Oder besucht unsere Webseite unter www.german-in-newyork.com. Bis zum nächsten Mal.